So, herzlich willkommen, ein neues Video von Savage Scooters. Heute wird es wahrscheinlich etwas kürzere Nummer, weil wir heute ein bisschen fahren werden. Und zwar wurde ich von vielen von euch gefragt, ja sag mal, was die Kiste auf dem Prüfstand kann, das sehen wir. Aber was kann die Kiste denn tatsächlich auf der Straße? Und dem Wunsch komme ich tatsächlich gerne nach und wir fahren jetzt mal eine gemeinsame Runde. Und zwar mit dem Frogger. So, und im Idealfall machen wir das alles irgendwie ungeschnitten. Also ich versuche so wenig wie möglich zu schneiden, damit ihr möglichst seht, wie gut und zusammenhängend der Roller läuft in allen Lebenslagen. Wir machen vierte Gangfahrt aus ganz, ganz niedriger Geschwindigkeit. Schön raus beschleunigen bis zur Endgeschwindigkeit. Mal so schauen, ob er rotzt, ob er spotzt, ob er ruckelt, ob er muckt. Einfach mal gucken, wie stellt sich das auf der Straße dar, was ich da so auf dem Prüfstand bedüst habe. Und dann, ja, im Idealfall, wie gesagt, mache ich so wenig Schnitte wie möglich. Zum Setup, 210er Malossi Sport, 60er Drehschieberwelle, 24er SI, aufgearbeitet von mir und bedüst von mir, Superstrong-Kupplung und ein völlig normales 200er Getriebe mit einer 24-64er Primär. Damit fahren wir jetzt eine Runde und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Wie ihr seht, ich bin entsprechend angezogen und ich würde sagen, dann geben wir mal Feuer, aber richtig Feuer. Wir gucken mal, was rauskommt und wenn es kaputt geht, auch egal. Es soll ja halten, Vertrauen in die eigene Arbeit. In diesem Sinne, viel Spaß bei der jetzigen Fahrt.
erste Gangexperiment. Wir fangen jetzt so tief wie irgendwie möglich an. Wir sind jetzt bei 30. Vierter Gang. Und jetzt einfach beschleunigen. Außer, dass ich mir jetzt die Nase abgefroren habe, lief doch ganz gut, oder? Also ihr seht, ich bringe das nicht nur auf den Prüfstand hin, sondern ich bringe es auch noch auf der Straße hin. Und der kleine Frogger ist genauso bedüst wie auf dem Prüfstand und das funktioniert bei mir auch auf der Straße. Also bei mir gibt es da keine Prüfstandbedüsung, die nicht auf der Straße funktioniert oder eine Straßenbedüsung, die nicht auf dem Prüfstand funktioniert, sondern bei mir funktioniert es sowohl auf dem Prüfstand als auch auf der Straße. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Also mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn er rausgeht, fällt nicht in den Schnee, bleibt hässlich und tschüss.